Willkommen in Madrid, willkommen im Estadio Bernabeu. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Real Madrid eröffnet das Spiel. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Rafael Varane spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Toni Kroos steht mit Luka Modric im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Icardi. Kylian Mbappé, das macht er gut. Mbappé! Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Fast der Rückstand für Real und die Fans merken, das Team braucht uns. Wir sehen hier heute zwei der besten Spieler überhaupt. Bin ich bei dir, Wolf. Die werden uns mit Sicherheit nicht enttäuschen. Das gibt ein Offensivfestival. Gueye. Mbappé. Klasse Zuspiel. Neymar muss es machen. Weiter Gefahr nach dem... So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er ja schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Groß. Groß verliert den Ball. Mauro Icardi. Ball ist unterwegs. Der geht daneben. Toni Kroos. Kroos. Jetzt geht's nach vorne mit Bale. Könnte der Ausgleich werden. Kein Tor. Ach, sie lassen diese Ausgleichschance liegen. Ja, das Ding müssen sie nutzen. Thiago Silva jetzt. Neymar jetzt. Angel Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Ja, sie können erstmal klären. Marquinhos jetzt. Jetzt Ferrati. Icardi. Klasse Technik. Viel Platz für Hazard. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Groß mit der Hereingabe. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter. Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Ball hier ins eigene Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ausnahmsweise Real Madrid mal nicht der große Favorit in diesem Spiel. Kann man so sagen. Das sind zwei richtig starke Mannschaften. Das wird ein enges Spiel. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. PSG verliert den Ball. Real Madrid kriegt hier den Vorteil. Casemiro. Toller Pass. Chance für Modric. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Ballverlust PSG. Ball bei Neymar. Sieht gefährlich aus. Neymar. Mbappé. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Den wollte er ganz platziert machen, aber da fehlt doch ein ganzes Stück. Ecke Neymar. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg und noch eine Ecke. Neymar mit der Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ein guter Block hier. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt Neymar. Courtois ist da, super aufgepasst. Die Maria bringt den Ball rein. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Die Maria. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Wie siehst du die Leistung von Mauro Icardi bislang? Sein Tor hat er gemacht, aber mit diesem Remis kann er alles in allem natürlich nicht zufrieden sein. Jetzt geht es hier weiter. Paris Saint-Germain mit dem Anstoß. Di Maria. Jetzt Neymar am Ball. Ja, könnte was werden. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Eine gute Chance natürlich, hier in Führung zu gehen. Ecke Di Maria. Ballverlust Toni Kroos. Schuss von Neymar. Ganz stark abgeblockt. Nun Kroos. Sie setzen Kroos unter Druck. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Auf Vorteil entschieden und dann Chance zur Flanke. Und der lange Ball, da könnte Benzema drankommen. Da ist die Flanke, aber Navas geht energisch dazwischen. Modric. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Kylian Mbappé, er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Der Pass, stark gemacht. Nix ist es mit dem Treffer. Die Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Karim Benzema jetzt. Benzema. Real Madrid mit dem Ballverlust.
Der Pass von Icardi. Neymar. Neymar muss es machen. Tor durch Neymar. Wunderbar. Auch da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist. Gerade auch in solchen Situationen. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und von Real muss jetzt unbedingt mehr kommen. Ballverlust Real Madrid. Ein Wechsel deutet sich an bei Real Madrid. Icardi. Chance für Icardi. Und da haben wir es, das Tor. So, PSG mit dem Tor. Damit führt man hier mit zwei Toren. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. 3-1 heißt es also jetzt. Modric. Oh, das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Abseits von Bale. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Kimpembe. Bernat. Pass auf den Flügel. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und Ramos. Jetzt Benzema. Bale. Modric. Jetzt Carvajal. Konsequenter Zweikampf da auch außen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. PSG in der Offensive. Da wird Verratti gesucht. Und jetzt die Chance. Und er ist drin. Von der Latte hinein ins Glück. Und mit diesem Treffer bestätigen sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spielerwechsel bei Real Madrid. Ja, Gareth Bale geht jetzt raus. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Rodriguez. Eine der überragenden Qualitäten von James Rodriguez ist seine große Übersicht. Ja, sensationelles Auge für die Mitspieler und er trifft fast immer die richtigen Entscheidungen. Und Real am Ball. Luka Modric. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Neymar. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Neymar. Icardi, den muss er fast machen. Mauro Icardi macht den Treffer. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer.
alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Er macht es sich aber auch wirklich leicht und er sagt gar nicht schön. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. So, das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. In diesem so erfolgreichen Spiel. Das ist der erhoffte tolle Start. Sieg in Spiel 1, zufriedene Mienen, egal wohin man guckt. Auf diesem Ding können Sie aufbauen. Wie fandst du die Leistung von Mauro Icardi in diesem Spiel, Leute? Schöner Auftritt heute von ihm, 2 Tore gemacht, gewonnen, was will man mehr? Und Karim Benzema, der kam heute nie wirklich in dieses Spiel, sicher auch ein Grund für die Niederlage. Mbappé, klasse Zuspiel, Neymar muss es machen, weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. So, geht dann gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor, ist das bitter. Der Pass von Icardi. Neymar. Tor durch Neymar. Wunderbar, auch da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist, gerade auch in solchen Situationen. Icardi. Chance für Icardi. Und da haben wir es, das Tor. So, PSG mit dem Tor, damit führt man hier nun mit 2 Toren. PSG in der Offensive. Da wird Verratti gesucht. Und jetzt die Chance. Und er ist drin. Von der Latte hinein ins Glück. Neymar. Icardi, den muss er fast machen. Mauro Icardi macht den Treffer. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein...